Ich hab keinen Plan, was ich als Anmoderation nehmen soll. Ich kann mich nicht besser positionieren, Alter. Doch, das, das wird schon passen. Willkommen zum dritten Teil der Reihe GTA Adventure Jagd. Wir haben eine neue Location, die da mit den Mitarbeitern Kappa Kater und der Name lädt nicht, wird nicht angezeigt. Willi Maus. Jetzt. Ach. Genau, mit beiden Profi-Mitarbeitern. Hier liegt wieder Müll rum. Das war schon. Geht es jetzt in Richtung, wie heißt das? Harmony. Also zu Deutsch Harmonie und neben das Flugfeld. Und da gibt es jetzt wieder eine spooky Location, die wieder eine Geschichte mitbringt. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Und da erkläre ich was ein bisschen dazu. Welches Flugfeld genau? Das in oben in hier San Andreas. Das ist sogar schon markiert. Ja, wunderbar, ist schon markiert. Ich sehe deine Markierung immer noch nicht. Dann fahr ich schon mal vor. So, wir nähern uns langsam dem Objekt. Ich denke, ich sollte nächstes Mal mein sehr gelindtaugliches Gefährt vom Anfang der letzten Folge mitnehmen. So, wo ist das? Soll die irgendwo sein? Wir müssen uns einem ausgebrannten Haus eigentlich nähern. Das soll die irgendwo zu finden sein. Oh. Mal ein bisschen auf Suche gehen, Leute. Hier soll es tatsächlich ein Haus geben, was abgebrannt ist. Das Bunker. Das sieht verdächtig aus, Sekunde. Das ist ein Haus, das ist aber nicht abgebrannt. Doch, ich hab's. Ich hab's gefunden. Warte. Bin auf dem Weg. Also das gruselige Haus, das wurde irgendwie mit Sichtungen 2015 assoziiert. Und dazu zählt, dass es... Das kann sein. Hier gibt es Geräusche tatsächlich zu hören. Deswegen jetzt Ohren am besten auf. Fächern. Oh, Traktorfahrer. Und es könnte sein, dass hier sogar ein Geist gesichtet wurde, tatsächlich. Während Windzug. Hier liegt. Hier auf alle möglichen Hinweise achten, sicher. Hier liegt eine Shisha. Das ist kein sonderlicher Hinweis. Ich habe vorhin ein Uhuuu gehört. Wirklich? Und da ist ein Fenster offen und dahinter ist. Oh Gott, hier geht's rein, Leute. Kein Jumpscare oder so eine Scheiße, bitte. Mach mal Ton lauter. Ist hier irgendwas? Noch einen Schrei gehört? Ich hab nichts gehört gerade. Wie hört es sich das an? Noch Generator. Okay. Aber ich höre es die ganze Zeit. Ich höre es auch. Ich höre es aber eher Richtung. Ja, jetzt habe ich auch was Leichtes gehört, aber das hört es sich. Richtung Süden, sorry. Das hört es sich tatsächlich an wie so eine. Eher wie Hyänen oder Wölfe oder. Sowas im Hintergrund. Ja. Ach, ja, das, ich glaube, das sind eher Vierbeiner. Was sind die Gebäude hier? Das ist ja. Oben ist ein Fenster drin. Mhm. Ich könnte mein Auto vorfahren, dann könnten wir hochklettern. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Hier ist abseits davon auch ein kaputtes Auto. Ich glaube, da oben ist ein Fenster sogar offen. Ja, ich guck da gerade rein.
Vielleicht ist gerade die schlauste Idee, mit Super Zoom von Lesnar wieder reinzugucken. Das war ein bisschen zu weit. Gut. Oh, scheiß Traktor. Alter, habe ich mich erschreckt. Guten Tag, SEK. Das ist ein sehr uneinsichtiges Fenster. LOL, habt ihr das gehört? Okay, ne, das sind Hunde. Oh, ne, von meinen. Ich dachte gerade, da hat jemand zu gruselig gelacht, Alter. Oh, ich bin runtergesprungen. Wieso sieht man hier nicht? Ich dachte, hier konnte man was sehen. Geht das mal eine Nachtsicht vielleicht? Ich setze mir mal so ein Nachtsichtgerät auf hier. Ne, ich glaube, das bringt's kaum. Halb vier schon wieder. Aber man kann hier teilweise. Ach ne, das sind die Dachbalken, die Querbalken. Ich dachte sonst, man kann hier reinsehen. Das Licht reicht gar nicht so weit. Hier Blut? Was? Ah, da ist wahrscheinlich einfach nur gestürzt. Wer ist oh, krass. Ja, ne, hier ist wirklich Blut. Krass. Bisschen viel, oder? Aber hier klappt noch das gleiche. Ist das nicht vielleicht nur ein bisschen morsches Holz? Ich meine, es gibt Holzarten, die halt sind so ein bisschen rötlich. Überall an den Pfosten ist auch was. Das ist vielleicht bauartbedingt hier so. Aber so, ich genehmige mir mal kurz hier ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Darf man das Fenster einschlagen? Warum rennt er so schnell? Hör auf zu rennen! Au! Man kommt denn nicht rein? In die Fahrrad und das Vorderrad? Hier sind doch Vorhänge, Alter. Warum kann man die nicht wegmachen? Ein bisschen krasser Windzug hier gerade. Was schaut denn hier aus? Hier ist eine Art Antenne. Scheint doch ein bisschen moderner gewesen zu sein. Merkwürdig, steht auch nichts drauf oder sowas. Ja, es steht keine Hausnummer, kein Name, nichts drauf. Das ist ein altes Sofa oder so, aber die sind ja noch ganz, die sind ja nicht abgebrannt hier, aber das Holz, das sieht auch ein bisschen aus wie runtergekommen oder ausgebrannt, dann verbarrikadiert. Das ist eine Eisentür. Das ist kein Holz. Ey, warte mal, ich glaube, ich höre da drin oder was. Scheiß Traktor ist ja mal weg, Alter. Warte mal. Okay, das hörte sich gerade an, als wäre da so ein okkulter Club drin und die summen irgendeine satanische Scheiße. Merkwürdig. First, let me take a selfie. Was ist da oben? Hier ist der Stromkasten. Da ist ein Kabel durchgeschnitten. Was? Ach der, durchgeschnitten. Warte. Wie ist?
Ja, die sind also auf jeden Fall abgetrennt, kann man bestätigen, aber durch, ja doch, könnte tatsächlich auch geschnitten sein, ja. Vielleicht war das ein absichtlicher Brand. Jemand wollte dieses Haus abfackeln. Das ist auch anzunehmen. Irgendwas unter den Dielen hier, weil man ja so ein bisschen reinleuchten kann. Hier kann man doch so reingehen, Alter. Das ist doch. Kann man die Tür zumachen? Nee. Das kann doch nicht sein. Alter, wer war das? Sorry. Alter, hab ich mir. Junge. Ich trinke gerade so und meine Reflexe greifen. Aber so an sich schon wieder nur irgendwas, was da ist, aber ohne jegliche Erklärung. Vor allem laut Beschreibung. Also es wurden angeblich Begegnungen mit Geistern hier gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht im Singleplayer oder halt online, deswegen. Man kann ab und zu Sounds hören von Türen, die knarzen, also so. Ja. Ich habe jetzt nur die entfernten Wölfe oder. Ja, ich auch. Kojoten also, gehört. Also die Briefkästen sind halt noch da, aber da steht kein Name drauf. Okay, es gibt welche, die behaupten, hier wurde jemand ermordet, aber das konnte nicht bestätigt werden. Aber vor allem, warum sollte man das Haus abfackeln, sondern. Vor allem, ach, warte mal, was. Noch Nachbarn. Some of the chip paint. In the room. Hab ich habe noch einen Nachbarn gibt. Hier sind gerade welche der Annahme, dass hier. Dass diverse Texturen auf Gesichter oder Schädel deuten könnten. So genau habe ich mir das nicht angesehen, deswegen. Also ich weiß nicht, ob der Raum hier gemeint ist, aber es, von einem Raum war die Rede. Ich würde halt gern wissen, was da drin ist, Alter. Ist auch wieder eine Eisentür. Alles Eisentür. Eine Holztextur. Okay, sind gerade die Raben weggeflogen. Ja, auch gehört. Also das sieht mir jetzt nicht so nach. Warte mal, steht da was drauf, Digga? Hier, schau mal von hier aus, da oben. Nee, da steht nichts, ne? Ne, glaub nicht. Sieht einfach nur scheiße gruselig aus, Alter. Das könnte ein Porträt von SpongeBob sein. Die Fenster sind die Augen und die anderen zugedingenden Fenster sind die Zähne. Ich würde sagen, wir treffen uns in Real Life und machen das auch mal in Real Life, oder? Oh mein Gott. Ja, Mann. Ich glaube, ich würde eher vor Ort spontan sterben, weil jemand Bu sagt. Ganz emotionslos, ganz ohne Betonung. Ich glaube, da würde ich eher sterben als. Ich wäre die erste, die weg.de wäre. Weg.de slash sofort. Wir würden ankommen, ich Bruder muss weg. Bruder muss los. Ah, Digga, ich hoffe, ich bin lebensversichert. Ich hoffe, ich bin nicht herzinfarktgefährdet. Aber ich hoffe, du machst es auch nicht drauf. Man kann auch bei tagsüber da nicht reinschauen. Es ist einfach so scheiße schwarz da drin. Das ist doch nicht so normal. Wahrscheinlich so schwarze Plane so hingeklickt. Nobody. Aber das kann... Weil man kann hier ein bisschen von der Stelle aus, kann man hier unter dem Fensterrahmen ein bisschen durchschauen und dann sieht man das Dach mit der Lücke drin. Aber man kann da nicht rein. Da ist einfach so pechschwarz drin. Aber hier ist ein Mülleimer, wo neuer Müll drin ist. Ist hier was generell Müllsäcke rum. Hier sind Briefkästen, der umgefallen. Warte mal, was? Alter, lass das. Steht nicht drauf. Da steht nur Mail drauf, aber es ist. Steht kein Name drauf. Da ist Post drin. Ach ja, das ist von dir. Da war ein Haufen Post drin. Bisschen. War. Hier sind überall Fußabdrücke von uns. Ja, das ist nachvollziehbar. Auch Reifenspuren dann. Wirklich. Ich gehe mal außen drum rum, das kann ja nicht sein hier. Warte mal. Was ist das für ein Posten hier? Kennt jemand, was das für ein Ding ist hier? Hier ist ein Stab einfach reingerammt. Das ist ein Strommast gewesen. Nein. Wahrscheinlich. Vielleicht früher.
Für eine Fahne oder so ein Scheiß? Vielleicht. Was mich ein bisschen verwirrt im Hintergrund. Achso, doch nicht. Nee, macht Sinn. Hier liegt ein Boot im Hintergarten, aber der nächste Fluss ist ja gar nicht weit, der ist eine Straße entfernt. Ein bisschen Holz liegt noch da, aber das ist kaum Feuerholz, diese großen Stämme hier, Alter. Hier liegen auch vier kaputte Autos. Die haben sie vielleicht echt auch angezündet hier oder so eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das hier. Ich meine, das ist ja auf Gesichter hinweisen soll. Ich habe auch keine Ahnung, es wurde behauptet, dass diverse Texturen irgendwelchen Schädeln oder Gesichtern entsprechen könnten. Vielleicht wurde das nachgepatcht, man weiß es nicht. Aber das ist doch Wahnsinn, warum sind so viele Sachen hier und keinerlei Erklärung dazu? Dann frage ich mich, wie die Theorien entstehen. Schon mal aufgesprengt? Aber dahinter scheint auch nichts zu sein. Die Schüsse kommen gar nicht an. Ich würde mal eine Haftbombe dran werfen. Warten Sie. Love, hate, relationship with Texas. Okay. Hier liegt ein Zeitungsartikel. What? Okay. Boah, Kappa hat's übel weggenudelt hier. Ich hab mich dezent erschrocken. Ja, ich glaube ich. Der Mülleimer war erstens voll, zweitens brennt's jetzt da. Und drittens die Tür ist immer noch. Ich hab nicht zugehört, dass er was sprengt, sondern hab mich auf das Feind fixiert. Wer fuck in das Ding? Was liegt hier? Was liegt hier? Okay. Hier, guck mal. Oh, krass. Das sind genau die Hinweise, auf das, wonach wir suchen, Alter. Also, ich zoom gerade ran. Love's Hate Relationship with Texas. Was? Liebeshass? Nee. Ist der Typ, heißt der Love's? Also Love oder? Ich glaub nicht. Hate Relationship with Texas. Irgendwas mit Steuern. Aber der Typ sieht aus wie ein Schwefferbrach, ja. Ja, das stimmt. Hier liegen Dosen und so ein Scheiß, aber. Irgendwie. Guck mal weiter, vielleicht liegt hier noch irgendwas. Das wäre interessant auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Was ist ein Obstkisten? Was ist das eigentlich hier? Also, das ist eine Schiffsschraube, oder? Ach ja, 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 das ist der Motor für hinten, oder? Warte mal. Ja, nee, doch, das ist der Motor für das Boot. In dem Müll, den ich gerade kaputt habe, war ein Zettel drin. Warum steht hier ein Schrank? Ein kaputter Fernseher. Steht da vielleicht irgendwas drauf, hinten, vorne oder so? Nee. Gut. Burger Shot. Gar keine Verarsche vom Burger. Das ist ein Lüftungsschacht irgendwie. Hier gibt's einfach. Heißt das, hier gibt's einen Keller? Anscheinend. Hier ist so ein Lüftungsschacht unten drin. Ansonsten ist fast echt gar nichts, was irgendwie auf irgendwas hindeutet, Alter. Wir haben jetzt noch so eine komische Kutsche und da steht was drauf. 24/7 irgendwas. Da steht was drauf. Ja, hier, das sind nur... Kartons auf der Kiste. Ja, auf der Kiste. Auf 24/7 irgend so ein Lieferdienst. Warum liegt der Stacheldraht? Oder sind das, nee, das ist ein Büschel. Ne, das ist so ein Ding fürs Feld irgendwie zum Umgraben. Wahnsinn. Da waren ganz viele Briefe drin im Briefkasten, als ich den kaputt gemacht habe. Ja, die haben wir auch schon mehrmals drauf geschossen. Hier war noch ein Müllsack, Leute. Und das Respawn alles. Okay, ja, jetzt gesagt. Aber ist das Haus noch mit Strom versorgt? Nee, ne? Wenn es abgebrannt ist, würde ich es nicht behaupten. Was mich gerade ein bisschen wundert, die Polizei hat sich noch gar nicht gemeldet hier. Aber der Strommast geht immer noch mit Kabel da drin. Tatsache, der eine geht immer... Tatsache. Wo geht der rein? Der geht da vorne rein. Ah, das Kabel, das geht sogar hier bis nach ganz vorne. Hier, wo geht das Kabel hin, Alter? Das Kabel... Ah, da ist eine zweite Leitung sogar dran, lol. Ah, das geht zum Boiler. Also hier zu so einem... Auch mit einem Strommessgerät. Lese, Dings und so weiter. Hier ist ein Generator dann. Das ist ja mega dumm. Nicht smoken. Wieso brauchen die einen Generator, wenn die doch hier eigentlich den Strom haben? So, vielleicht für was anderes, man weiß es nicht. Nein, aber guck mal, das ist voll dumm. Rechts an der Seite geht das Stromkabel da dran.
dann läuft das vorne an der Veranda einmal rüber. Mhm. Und dann geht es hier wieder weg. Ich weiß. Vielleicht zwei separate Stromleit, das macht einfach null Sinn hier. Ha. Ein Haufen Biomüll. Die Nachbarn scheinen auch nicht zu Hause zu sein. Nee, vielleicht sind die schon längst geflüchtet. Ich habe mir gerade versucht, die Gegend ein bisschen anzusehen, aber hier ist auch nichts Verdächtiges, also. Da hinten steht noch ein einsamer Wohnwagen. Wobei, der alte Nachbar hier drüben kommt mir ein bisschen verdächtig vor, wenn ich das mal so anmerken darf. Der hat... Also ich glaube, dass der auch das Fernsehen von anderen Kontinenten empfängt. So wie das hier aussieht. Hey, das ist doch unnormal. Was ist denn hier mit dem los? Der hat ja auch wieder alte Autos rumstehen. Drum liegen 5 Stück. Ist das am Ende so ein, auch so ein Illuminati-Typ hier da irgendwie? Da habe ich auch die Zeitung mit dem Typen. Aber für die Schrift, da liegt noch was neben dran. Narwhal Bacon. Okay. Weißt du wo? Ja. Wie der Burger schaut. Narwhal Bacon. Wieder der Typ. Sieht er nicht ein bisschen aus wie so von GTA 4, der Typ? Der Nico Bennig oder wie er hieß? Also die... Den Autos zu urteilen sind hier tatsächlich noch Leute da, aber die haben alle so Fahrzeugwracks oder wie der Typ hier einfach ein paar fette Satelliten. Was ist das hier? Ich habe keinen Plan. Was ist das? Was? Das sind Fahrzeugwracks. Achso, das? Das ist... Sieht mir irgendwie aus wie eine Achse, wo man irgendwie... Da waren vielleicht mal Räder dran. Und das konnte man irgendwo dranhängen oder so. War vielleicht ein Bauteil von so einem Auto, ja? Das ist doch merkwürdig. Was ist denn das hier für eine Gegend, sag mal? Auf dem Dach. Warum... Warum hat er eine normale kleine Antenne auf dem Dach, wenn er die Satellitenschüsseln im Garten hat, Alter? Sind das vielleicht gar nicht seine? Hör mal, wir gehen aufs Dach. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe gerade das Schild vorne am Eingang der Ortes an, aber irgendwie steht hier nichts interessant. Ups. Upsalalala. So, noch so ein halbtoter Baum. Das ist tatsächlich ein bisschen mystisch, was das hier sein soll. Das hat die Polizei auf den Plan gerufen. Run. Vielleicht sollte die Polizei sich mal das Haus eher ansehen hier.